Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute einem etwas unüblicheren Video. Und zwar habe ich dieses Päckchen hier erhalten von Moschko, der auch einen YouTube-Channel hat. Und er hat mir etwas zugesendet, ein ja, mehr oder weniger Fanpaket. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Das Einzige, was ich an dem Paket bis jetzt oder an dem Päckchen gemacht habe, ist, dass ich hier diesen Adressaufkleber weggemacht habe. Ansonsten das Paket so in seinem Originalzustand. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal hinein und dann zeige ich euch, was da drin ist. Und zwar, wenn wir das Ganze mal hier an der Seite aufschlitzen. Gut. So, das Kuvert, das Päckchen ist jetzt leer. Dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Okay, was ist das? Rainbow Springs. Aha, okay, das dürfte die Verpackung von diesem hier sein. Rainbow Springs. Okay, also ich kenne das, vielleicht kennt ihr das auch, als ich noch kleiner war, gab es die, ich glaube größer, diese Spiralen, die man dann zum Beispiel die Treppe runterhüpfen lassen konnte. Das dürfte so eine kleinere Version sein, in grün und gelb. Okay, schön, also auf jeden Fall eine nette Kindheitserinnerung, danke dafür. Dann, was haben wir hier? Das sieht aus wie so ein kleines Werbegeschenk eines Taschenmessers. Ah, Ebert Heizungsbau Sanitärtechnik, okay. Also, Schleichwerbung an dieser Stelle. Die Firma Ebert, ja, Grüße gehen raus, unbekannterweise, wo oder wer auch immer ihr seid. Dann haben wir hier eine kleine Klinge. Das sieht aus wie eine Feile. Okay. Und was haben wir hier noch? Eine Schere. Also drei kleine Werkzeuge in diesem Taschenmesser verstaut. Und man hat hier noch so einen kleinen Ring, um das Ganze dann an den Schlüsselbund oder irgendwo festzumachen. Dann haben wir eine Sonnenbrille. Hier in so Pilotenstil. Recht dünne Bügel. So sieht die aus. Also in Rot die Sonnenbrille und mit durchsichtigen Aufsätzen hier für die Nase. Also wie gesagt vom Stil her so eine Aviator, so eine Pilotenbrille. Dann haben wir hier eine kleine Taschenlampe. Was lesen wir hier? Remove battery tab inside to light. Okay, ah, das wurde schon gemacht. Also diese Taschenlampe funktioniert, in Rot gehalten und die haben ja auch wieder denselben Sponsor in diesem Fall, und zwar die Ebert GmbH, wenn ich mich nicht irre, jawohl, da steht zwar nicht Ebert GmbH, aber A.Ebert, das dürfte wohl ein und dieselbe Firma sein. So sieht das aus und dann haben wir auch hier oben wieder einen Ring, womit wir irgendwelche Sachen, eine Kette oder irgendwas drum machen können und das dann befestigen. So, dann haben wir einen kleinen Roboter. Okay, hier hinten ist noch was angeklebt. Müssen wir das Ganze hier mal öffnen. Und zwar sieht er... Ah, okay, die sind abnehmbar. So sieht er aus. Kann ich ehrlich gesagt nicht zuordnen, habe ich so noch nie gesehen, so eine Figur. Also ich weiß nicht, aus welcher Serie oder aus welchem Set der ist. Eventuell gibt uns ja dieser kleine Zettel hier, diese kleine Anleitung hier, Infos darüber, die ja immer noch zugeklebt ist. So. Eieiei. So, aber jetzt, dann schauen wir mal da hinein.
Okay. Mighty Minis nennt sich das Ganze. Und zwar dürfte das von Batman gegen Superman sein. Ja, also diese Figur hier dürfte ich erwischt haben. DNX 13. Allerdings steht jetzt hier auch nicht, wie dieses Wesen, wie dieser Roboter heißt. Ich muss ehrlich sagen, den Batman vs. Superman Film habe ich noch nicht gesehen. Aber das, was mich sehr freut oder was irgendwie ein lustiger Zufall ist, ich bin riesen Batman-Fan. Also wenn es einen Helden gibt in diesem ganzen Universum, Marvel, DC etc., der über allen steht, dann ist das in meinen Augen Batman. Ich habe jeden Batman-Film gesehen, bis eben auf diesen Batman vs. Superman-Film. Da auch viele Freunde von mir gesagt haben, dass der so schlecht war, habe ich irgendwie es bis heute nicht geschafft, den anzusehen. Also, vielen Dank dafür, für dieses kleine Figürchen, für diesen Roboter. Dann haben wir etwas Süßzeug, also so Haribo Gummizeugs, also nicht von Haribo direkt, aber es wird wohl ähnlich schmecken. Noch haltbar bis November 2018, okay. So kleine Herzchen, Dankeschön. Dann haben wir hier originale Haribo, Kinderschnuller. So, dann einen Stein. Hier in weiß, grau und blau. Auf jeden Fall eine spannende Form. Sieht schön aus. Okay, das dürfte noch ein Verpackungsrest sein aus dem Kuvert. Ui. Jetzt wird spannend. Und zwar heftig. Anleitung. Okay. Die Pistole wird geladen mit den roten Kapseln in den Schlitz, das wo man aufklappen kann. Du musst es offen lassen und dann auf den Auslöser drücken. Viel Spaß beim Schießen. Okay, hier sogar noch mit Zeichnung das Ganze veranschaulicht. Zum Aufklappen, offen lassen, abdrücken, das muss hier rein. Okay, vielen Dank für diese Anleitung. Also wir haben hier so ein, ja, ich wollte erst sagen Tommy Gun, aber sieht eher aus wie eine MP40 aus dem Zweiten Weltkrieg mit überdimensionierter Schulterstütze. Sehr interessant. Auch hier wieder ein Anhänger, um das Ganze entsprechend zu befestigen. Also die gefällt mir mal richtig gut. Ich bin generell so sehr interessiert am Zweiten Weltkrieg und an dieser ganzen Thematik. Und das ist bis jetzt das Highlight der Box für mich. Wir werden jetzt mal kurz das Ding hier befüllen. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Meine Nachbarn werden sich wie immer freuen. Und zwar haben wir hier in dieser Folie, in dieser Klarsichthülle, noch jede Menge Munition. Das ist ein Einzelschuss und zwar ist die Frage, wie man das dann genau belädt. Also ich drücke mal kurz ab, um das zu sehen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Alles klar. Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann wird dieses rote Ding hier oben eingespannt. Ich habe das jetzt richtig gemacht. Und wenn ich jetzt hier abdrücke, dann klappt das runter und das rote Ding sollte dann zusammengequetscht werden und dann entsprechend das Schießpulver auslösen. Wir probieren das mal. Okay, das war noch nichts. Eventuell habe ich auch was falsch gemacht. Mal einen kurzen Blick in die Anleitung werfen. Aufklappen, offen lassen, abdrücken. Das muss hier rein. Aha.
mir nur nicht sicher. Es kann eigentlich nur an diesen Zapfen hier dran gemacht werden. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Das war nichts. Eventuell ist auch die Patrone da nicht mehr ganz so tauglich. Wir probieren jetzt einfach eine andere. Würde ich ja echt gern noch herausfinden, wie das funktioniert. Ja, das kann eigentlich nur dieser Mechanismus sein. So, einmal probieren wir es noch. Gut, jetzt ist mir die Patrone runtergefallen. So, einmal noch einspannen. So, also, wir haben hier die Patrone wieder an diesen Zapfen geklemmt. Okay, damit werde ich mir noch etwas spielen, um das Ganze dann herauszufinden. Also auch wenn ich jetzt unfähig war, das Ganze abzufeuern, gefällt mir auch, wenn es jetzt nicht funktionieren sollte, von der Optik richtig gut. Wie gesagt, erinnert mich stark an so eine MP40. Vielen Dank. So, dann werden wir die Munition mal wieder verstauen. Und dann haben wir hier noch diverse Zettel. Und zwar haben wir einmal einen Brief. So, was haben wir hier? Schauen wir gleich noch an alles. Okay, das war die Anleitung, die kennen wir bereits. Dann haben wir hier noch Money Supreme für die nächsten Deluxe-Boxen. Okay, das ist ein Papierkuvert, also selber gefalten. Money Supreme für die nächsten Deluxe-Boxen. Okay. Ja, hier haben wir insgesamt 500, 600, 750 Euro, da gehen sich eine Menge Deluxe-Boxen aus, also Minimum, ich sag mal, 14, 15 Stück. Vielen Dank, das unterstützt mich wirklich sehr. Und ja, ich werde dir dann berichten, welche Deluxe-Boxen ich mir um die 750 Euro bestellt habe. Danke. So, was haben wir hier? Dann haben wir hier einen gelben Zettel. Unbox Kings abonnieren, YouTube Unboxing Rapboxen Vinyls. Vielen Dank. Ja, das kann ich nur gutheißen. Auf jeden Fall gute Empfehlung. Ein sehr schöner Channel. Und was haben wir hier dann noch? Einen Brief. So, dann werden wir diesmal vorlesen. Lieber Unbox Kings, du machst immer sehr gute Videos, deswegen schicke ich dir das Päckchen. Ich konnte es erst nicht glauben, dass du dir wirklich alle Boxen kaufst. Es fehlen ja nicht mehr so viele. Das Messer ist zum Boxen auspacken. Die Brille macht dich richtig fresh, Spaß. Und ich habe dir noch viel mehr eingepackt. Bleibe so wie du bist und mache mit YouTube noch lange weiter. Viel Erfolg für deinen Kanal. Abos. Ah, das ist ein Nuller. Ich dachte, das wäre jetzt so zum Ankreuzen. Alles klar. Also, null Abos, eben zu meinem Kanalstart am 1. Mai 2017 und dann hier 1711 Abos am 22.05.2018. Nur ein Jahr und so viel Abos. Ja, vielen lieben Dank. Jetzt weiß ich auch, wozu das Messer gedacht ist, beziehungsweise die Brille. Alles klar. Hätte ich eventuell als erstes lesen sollen, diesen Brief, aber kein Thema, ich habe mich auch so halbwegs ausgekannt. Bis auf die Waffe habe ich, glaube ich, alles hinbekommen. Mit der werde ich mich noch spielen, dass ich auch die in Zukunft abfeuern kann. Vielen Dank, lieber Moschko. Ich werde dir natürlich ein Paket zurückschicken und
mache mir mal Gedanken, was ich da so alles reinpacke. Und das kannst du dann natürlich auch auf deinem Kanal vorstellen. Vielen lieben Dank, Grüße an dich und wir hören uns. Bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf. Ciao.